Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Und heute geht es um das Thema Verjüngungsschnitt bei Phalaenopsis. Also bei Orchideen, hier sehen wir, bei der habe ich das schon gemacht. Hier sieht man die Wurzeln, die schön am Rand, habe wachsen lassen und mit frischem Substrat. Da kann sie sich dann jetzt schön einleben. Und bei dieser Pflanze, das ist eine Cannes Schubert, das ist eine Hybride, die lila blaue Blüten hat. Und warum Verjüngungsschnitt? Man sieht, das sind hier unten sehr viele alte Wurzeln drin. Der Spross ist mittlerweile sehr lang geworden und das alte Wurzelwerk da unten kann komplett raus. Dann gibt es hier sehr viele Luftwurzeln, was so viel bedeutet wie, die Pflanze braucht auf jeden Fall einen neuen Topf. Ja, und es sind sehr viele alte Wurzeln vorhanden, die einmal durch das verdichtete Substrat keine Luft mehr bekommen haben und abgestorben sind. Und das muss man eben alles entfernen. Man kann dazu eine ganz normale, handelsübliche Schere nehmen. Und für die ganz störrischen und etwas härteren Dinge eine gute, stabile Rebschere. Eine stabile Schere ist auch ganz gut, denn manchmal ist das, sage ich mal, so ein bisschen wie verholzt und da braucht man schon eine stabile Schere. Dann für das Umtropfen habe ich hier reine Pinienrinde, ein bisschen mit Sphagnummoos, wie man sieht. Und die nutze ich dann zum Umtopfen. Mittlerweile ist diese Pinienrinde in meinem Vorratsbeutel schon recht trocken. Aber das macht nichts, denn die müssen sowieso, wenn sie umgetopft sind, ein paar Tage trocken stehen. Was man machen könnte mit dem Substrat, man könnte es anfeuchten, sodass es ein paar Stunden Wasser gezogen hat, aber dann nicht weiter angießen bei der Pflanze, wenn sie getopft ist. Aber das nur so nebenbei. Was ich jetzt mache, ist erst einmal überall diese vertrockneten und alten Wurzeln entfernen und auch die alten Blütentriebe. Na, das geht schon mit dieser kleinen Schere nicht mehr. Da brauche ich dann die etwas stärkere Schere. Überall findet man alte Blütentriebe. Die kann man wegmachen. Wenn ich jetzt schon die Schere in der Hand habe, kann man da auch mit dieser schneiden. Wichtig ist, wenn ihr ins gesunde Pflanzenmaterial schneidet, sollte die Schere desinfiziert sein. Hier bei diesen vertrockneten Wurzeln ist das jetzt gar nicht so schlimm. Wenn die jetzt, ja, ich will nicht sagen, verkeimt wäre oder nicht desinfiziert wäre, das wäre dann natürlich irgendwie doof. Aber ihr seht, das ist hier komplett vertrocknet. Und wenn es hier irgendwelche Pilzsporen oder sonst was an der Schere wären, wäre das relativ egal. Weil wo soll das überhaupt sich, sage ich mal, ansiedeln? Wenn ihr jetzt aber hier jetzt Blätter zurückschneiden würdet, was man ja normalerweise nicht macht, dann oder aktive Wurzeln, dann sollte das Schneidwerkzeug auf jeden Fall desinfiziert sein. Ihr habt auch gerade gesehen, man kann das einfach unten abbrechen. Das heißt, das ist schon gar nicht mehr so aktiv. Man sieht, es ist braun, da ist jetzt nicht wirklich was aktiv Grünes mehr da. Das kann man komplett beseitigen. Im Idealfall kann man die Wurzeln ein bisschen abtasten, wenn man sich nicht sicher ist, ob die abgestorben sind oder nicht. Es gibt ein paar frische Wurzeln, die haben mehr oder weniger aktive Wurzelspitzen, also sind noch ein bisschen grün, aber das sollte dann, sobald sie umgetopft ist, sich ändern. Hier seht ihr eine typische ganz weiße Wurzel. Die bilden sich da, wo es besonders feucht ist, also da ist gar kein Chlorophyll drin. Wer also immer noch behauptet, die Wurzeln brauchen unbedingt Licht oder die sind nur bei den Orchideen dafür da, dass sie Chlorophyll enthalten und das Licht aufnehmen, das ist nur bedingt so. Ihr seht, hier sind Wurzeln, die sind ganz weiß, da ist kein Chlorophyll drin, da kann auch gar keine Lichtaufnahme stattfinden. So, diese schwarzen Stellen, das ist kein Pilz. Man kann das jedoch als verbrannt
bezeichnen. Das kommt vom Dünger. Und ihr seht, man kann die Wurzeln einfach ganz leicht abzupfen. Das wirkt jetzt vielleicht etwas radikal, macht aber nichts. Die Pflanze hat sehr, sehr viele Wurzeln, die aktiv sind. Und da macht es überhaupt nichts aus. Hier ist nochmal so ein schönes Exemplar von einer weißen Wurzel ohne Chlorophyll. Also die ist wirklich komplett weiß. Ich kann es jetzt an der Kamera schlecht beurteilen, ob die das richtig darstellt, aber man sieht es eventuell, ist komplett weiß. Hier ist noch eine Wurzel, die hat eine aktive Wurzelspitze. Erkennt man an diesem knackigen Grün, abgegrenzt von der silbernen Haut. Also das ist eindeutig eine aktive Wurzel. Die kommt auch aus dieser alten Wurzel raus, also passt das Ganze. Dann ist wichtig, da wo so vertrocknete Blätter sind, die muss man auch abmachen, denn wenn da sich Wurzeln durchquetschen wollen, dann ist das wie so ein Holzbrett. Jetzt habe ich hier die Wurzel abgebrochen, aber das sehe ich jetzt als weniger dramatisch. Und dieses Holz ist dann durch die Wurzeln schwer zu durchdringen. Das macht man dann also vorsichtig ab. Diese Kreuzung, Kenneth Schubert, ist wie viele andere Doritis-Arten recht empfindlich, was so Wurzelbrechen betrifft, denn die haben sehr feste, harte Wurzeln und die brechen sehr, sehr leicht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Blütentriebe kann man auch vorsichtig herausbrechen. Man kann sie auch dran lassen. Dann schaut man sich das Ganze einfach an. Passt das so von der Konstruktion her oder muss man noch irgendwas machen? Muss man noch irgendwas rausschneiden? Da die Blütentriebe komplett vertrocknet sind, kann man sie auch belassen. Ja, und die untersten Blätter kann man rausnehmen, kann man abnehmen, denn die werden die Pflanze wird eh bis in den Topf so weit reingesteckt, dass die untersten Blätter auch im Substrat wären. Und dann ist das Ganze schon einmal fertig. Hier den Blütentrieb kann man doch noch rausbrechen. Dann haben wir das erledigt. Dieses Stück Blatt nehmen wir auch weg. Und dann ist die Pflanze praktisch wieder bereit für den Topf. Hier dieses untere Stück, das jetzt wirklich gar keine große Funktion mehr hat, haben wir entfernt. Das war jetzt vorher hier dran. Und jetzt ist die Pflanze deutlich kompakter wieder. Denn was so ältere Pflanzen haben, die wachsen ja aus dem Topf raus und irgendwann hängen sie raus. Und wenn wir sie jetzt in den Topf stecken, dann hat die auch wieder schön Platz, befindet sich auch gut im Topf. Jetzt könnte man überlegen, mache ich dieses untere Blatt noch weg. Das ist doch schon relativ weit unten. Die Blätter kriegt man am leichtesten weg, indem man ein bisschen zieht und dann das Blatt rüberzieht und dann bricht das ab. So, Blätter haben auch an sich eine Sollbruchstelle. Das ist hier dieser Gürtel oder so. Da kann man Blätter auch normal ganz gut abbrechen. Muss man aber jetzt nicht immer machen. Ja, jetzt würde ich sagen, ist die Pflanze fertig und kann eingetopft werden. Und ihr seht schon, hier ist nochmal eine Wurzel mit einer aktiven Wurzelspitze. Da dreht man das Ganze. Wenn die Wurzeln etwas feucht sind, sind sie ein bisschen flexibler. Aber in dem Fall geht das. Muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen von Hand. Und man sieht, die Pflanze an sich sitzt schon ganz gut von der Länge und von der Tiefe. Dann füllt man das Ganze ganz locker mit Substrat auf. Da das Substrat recht trocken ist, staubt das natürlich. Klopft das immer wieder ein bisschen fest, dass da auch jede Lücke erwischt wird. Schaut auch, dass jede Wurzel hineinwächst. So, die muss man aufpassen, dass man nicht aus irgendwelche Teile, die faulen können, mit ins Substrat packt. Und dann
ist die Pflanze praktisch eingetopft und kann dann jetzt für circa eine Woche, die hat ja kräftig starke Wurzeln, für eine Woche hier stehen bleiben. Und danach kann man sie angießen und dann wird sie sich weiterentwickeln und hoffentlich bald einen Blütentrieb treiben. Die Blätter sind an sich auch noch ganz knackig und die wird jetzt die nächsten Tage das ganz gut aushalten. Viel haben wir jetzt nicht verletzt. Wir haben die kranken Bestandteile entfernt. Ich zeige das gerne nochmal hier. Alles vertrocknet. Da ist zwar noch eine gute feste Wurzel drin, aber auf die kann man verzichten. Wenn man alles richtig gemacht hat, wird sie sich schnell erholen und dann auch eine Blüte bilden und dann haben wir wieder Freude an der Pflanze. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen und tschüss.